Genauso ist es mit Salz. Wenn du das falsche Salz kaufst, wirst du früher oder später die Folgen zu spüren bekommen. Doch du denkst jetzt wahrscheinlich, was kann man bei Salz falsch machen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit Next Level. Stell dir vor, du gehst shoppen. Du brauchst mal wieder dringend neue Schuhe. Die alten sind schon richtig abgewetzt und sehen einfach nicht mehr so toll aus. Du traust dich mit den alten Schuhen gar nicht mehr auf die Straße. Also los zum Shoppen. Du gehst in einen Laden rein und findest sofort Schuhe, die dir gefallen. Du denkst dir, cool, die nehme ich. Die sind top, sehen gut aus, die kaufe ich mir. Du achtest aber nicht so wirklich auf die Größe der Schuhe und zu Hause angekommen bei der Anprobe merkst du, oh nee, die falsche Größe. Du weißt genau, ich muss die zurückbringen und die richtige Größe holen. Weil wenn du diese zu kleinen Schuhe anziehst, wirst du irgendwann Schmerzen im Fuß haben. Du wirst rote Druckstellen bekommen und deine Füße werden mächtig darunter leiden. Genauso ist es mit Salz. Wenn du das falsche Salz kaufst, wirst du früher oder später die Folgen zu spüren bekommen. Doch du denkst jetzt wahrscheinlich, was kann man bei Salz falsch machen? Wusstest du, dass im Koch- und Speisesalz mehr Chemikalien enthalten sind statt Mineralien? Statt Selen, Silizium, Zink und so weiter enthält das Salz Chemie. Rieselhilfen, auch Antiklumpmittel genannt, zum Beispiel aus Aluminiumhydroxid, Kalium, Hexacyanido, Ferrat, Fluorverbindungen und so weiter. Es wird bei hohen Temperaturen gesiedet und gereinigt, sodass für die Gesundheit nicht mehr viel übrig bleibt. Doch Salz braucht der Körper. Hast du schon mal Kartoffeln ohne Salz gegessen? Schmeckt nicht. Jedes Gericht, jedes Essen braucht eine bestimmte Würze, um zu schmecken. Aber in erster Linie sollte Salz Mineralien und Spurenelemente enthalten, die gesund für den Körper sind. Das Schlimme beim Koch- und Speisesalz sind die Folgen, die entstehen können. Kennst du das? Salz, das partout nicht aus dem Salzstreuer kommen will, ist sehr unbeliebt. Man mag es einfach nicht, wenn kein Salz rauskommt und der am Boden festklebt. Was hat die Industrie gemacht? Die Rieselfähigkeit verbessert, und zwar durch Aluminiumverbindungen, damit das Salz immer schön rausgestreut kommt. Aluminium ist aber leider in großen Mengen in Gehirnen von Alzheimer-Patienten zu finden. Auch das künstliche Jod im Koch- und Speisesalz ist extrem schädlich. Es wird zu leicht überdosiert und eine leichte Überfunktion kann schnell mal zu einer schweren Überfunktion führen. Deshalb macht es Sinn, darauf zu achten, welches Salz man konsumiert. Denn wir brauchen es jeden Tag. Und jeder Tag, in dem man falsches Salz konsumiert, führt irgendwann mal dazu, dass man im Alter die Folgen zu spüren bekommt. Sei es durch Krebs, Alzheimer, Bluthochdruck oder anderen Krankheiten. Nimmst du aber jeden Tag gesundes Salz auf, mit Mineralien und Spurenelementen, kannst du Krankheiten vorbeugen und tust deinem Körper jeden Tag etwas Gutes. Du fragst dich jetzt, welches Salz ist denn gut? Wichtig ist, dass das Salz naturbelassen ist, ohne irgendwelchen Zusatzstoffen oder Chemie. Es sollte sehr mineralreich sein und die Gesundheit fördern, anstatt sie zu belasten. Ich verlinke dir mein Produkt in der Infobox, der diese Kriterien erfüllt. Like das Video, teile es gern mit anderen. Hier unten kannst du abonnieren, wenn du immer auf den Laufenden bleiben möchtest. Und bis zum nächsten Video. Alles Gute. Ciao.